Viele Erfurter, aber auch Gäste aus aller Welt haben sie wohl schon wieder sehnsüchtig erwartet. Die Erfurter Domfestspiele. Am 12. Juli war es dann soweit. Die Lombarden von Giuseppe Verdi, inszeniert von Generalintendant Guy Montavon, feierten vor der prächtigen Kulisse des Erfurter Doms ihre Premiere. Auch in diesem Jahr wurde wieder eine mehr als beeindruckende Bühne auf und um die Stufen des Doms gezaubert. Erzählt wird die Geschichte von der Fehde zweier Brüder in der Zeit des ersten Kreuzzuges. Pagano verübt im Streit um eine schöne Frau einen Anschlag auf seinen Bruder Arvino und wird dafür verbannt. Nach seiner Rückkehr nach Mailand keimen neuerliche Rachegelüste auf. Schließlich ist der verhasste Bruder nunmehr mit der Angebeteten verheiratet. Doch der Plan schlägt abermals fehl. Wer sich Verdis Oper nicht entgehen lassen möchte, sollte allerdings auch etwas Sitzfleisch mitbringen. Schließlich dauert eine Aufführung gut 3 Stunden. Doch die werden sicher kurzweilig.